Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu After Shadows. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Demo-Video. Heute spielen wir die Demo zu After Shadows, ein Metroidvania-Spiel mit Plattformer-Elementen. Und was zum Geier noch eins ist das? Ich soll Kristalle aktivieren, okay. Lautspiel. Was genau soll mir das sagen? Was bist du? Was kann ich mit dir machen? In dir kann ich mich verstecken, okay. Ist wahrscheinlich ein Schutzschild, weil man wird in diesem Spiel von einem Monster gejagt, laut Beschreibung. Und man kann sich null gegen das Vieh wehren. Du siehst an einem Kristall aus. Ich ging davon aus, dass ich nicht diese Wände berühren darf. So. Ich habe nur auf Leertaste gedrückt. Wäre das nicht die richtige Taste gewesen, wäre es Enter. Weil ich habe in die Controls gesehen und gesehen, dass es nicht viel an Controls gibt. Lass mich leben. Da ist das hässliche Vieh. Das, genau das habe ich auf den Bildern gesehen. Das will mein Hintern. Mein wundersüßen Bart, einen schönen Hintern. Das will es verspeisen. Da fallen Kaffeetropfen von der Decke. Kann ich die essen? Nein. Die wollen mir Böses. Ich muss die ganze Zeit eh halten. Okay. Was bist du? Hallo? Monster ist around hier. Oh Gott, das Vieh lockt das blöde Ding an. Was soll denn das? Ja, richtig fies. Also wirklich. Kann man mir sowas antun? Ich habe nur gesehen, dass ich E drücken kann. Aber dann habe ich das Vieh gesehen und es aufgehört. Was passiert überhaupt, wenn ich da reinlatsch? Ach, dann bin ich gefesselt. Okay. Okay. Ich habe verstanden, Spiel. Du bist gemein. Das Ding da unten will ich meiden. Auch die Kaffeetropfen. Was ist das? Toll, ich habe das Vieh schon wieder angelockt. Bin in irgendeiner schwarzen Pampe und da geht's nicht hoch, weil ich sehe, dass die nicht hoch genug kommt, wenn ich springe. Ich verstehe nicht hundertprozentig, was mein Job hier ist. Ich weiß nur, ich soll Kristalle aufwecken. Ich habe gerade eben noch gelesen in so einer Info, Radiopflanzen heilen ein und ich glaube, du bist eine Radiopflanze, oder? Es hat keinen Bock. Traumfänger? Was macht das? Ich habe irgendwas geändert, stand da. Ich denke mir, wenn ich E halte, dann entschärfe ich die Dinger, oder? Ja, die Blubberbläschen sind jetzt weg. Okay. E an den Dingern halten ist empfehlenswert. Macht das Ding jetzt auch kaputt. Dich ignoriere ich und sprinte durch. Ich habe ja eigentlich sogar einen Vorteil, wenn ich jetzt weiß, dass er hier unten ist. Dann kann ich hier oben durchsprinten. Oder nicht? Ich bin jetzt erstmal nur stumm den Pfeilen gefolgt. Aber ich glaube, ich muss noch ein paar andere Wege absuchen. Da waren ja noch zwei Leitern. Ich gehe mal erst die erste Leiter runter und danach die zweite. Mal gucken, was wir da finden. Kaffee. Nochmal. Und nochmal. Und da ist wieder so eine versperrte Tür. Okay, der Weg ist falsch. Dann gucken wir mal hier. Was kann ich mit der Kiste alles anstellen?
Kann ich nur nach links und rechts schieben. Okay. Absolut unbrauchbar. Das Teil da oben will ich nicht kaputt machen. Hier will ich lang, oder? Ja, da sind Pfeile. Die sagen, ich will hier lang. Was bist du? Was soll ich geändert haben? Oh, wenn ich auf Tab drücke, dann passiert da unten rechts irgendwas, aber ich weiß nicht was. Die Dinger entschärfe ich mal. Da sind nämlich drei hintereinander. Dann gucke ich mal, ob ich die Kisten da runterschmeißen kann. Ich habe nämlich keinen Bock auf diese Fallen. Oh, ich sollte erstmal gucken, ob ich den zurück zu der Treppe da schieben kann. Weil das wirkte mir ein bisschen hoch. Okay, ich könnte den, glaube ich, nicht da hochschieben. Ja, komm, dann schmeiß ich jetzt die Kiste mal hier runter, falls es geht. Geht es denn? Ja, ich habe sie runtergeschmissen. Okay, dann mache ich das mit der anderen auch. Und hoffe einfach, dass es richtig ist. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Die eine Kiste blockiert jetzt. Ich glaube, ich hätte das anders machen müssen. Und wo bin ich? Ich bin hier. Ja, komm. Eine Runde Kreisverkehr. So, ich bin jetzt einmal im Kreis gerannt. So, ich hab's geschafft. Ich habe die Kisten getrennt. Ich will nämlich nur eine hier runterwerfen. So, dann habe ich jetzt hier bestimmt einen Weg. Ja. Ich sag doch, mehr als eine Kiste hoch kommt die nicht. So, die habe ich jetzt mal hier runtergeschmissen. Bringt mir das was? Da oben kann ich sie ebenfalls nicht verwerten. Also es bringt mir nichts. Ich nehme die mit hier runter. Da ist wieder dieses Heslon-Ding. Ich schieb die durch. Ich sehe es. Ich sehe es. Mach ich das wenigstens direkt auch kaputt. Du hässliches Drecksding. Stimmt, kriegt man eine Fähigkeit, dass man höher springen kann irgendwann. Ja, ja, ruf du nur das Monster. Bin schon längst über alle Berge. Das erstmal weg. Ich triggere das Ding jetzt mit Absicht, damit es schon mal weg ist. Rein da, rein da, rein da. Es hat meine Kiste kaputt gemacht. Du siehst mich nicht. Das Ding kann ich nicht kaputt machen. Und ich habe getriggert, Scheibenkleister. Wo ist denn überhaupt dieser zweite Kristall? Ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann, oder? Geronimo! Nein, geht nicht. So weit kann ich doch gar nicht springen. Oder kann ich damit irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Was ist mein Job? Wartet, ich guck mal kurz in die Controls rein. Okay, ich habe nirgendwo was gefunden, das mir auch nur ansatzweise hilft. Kann ich die irgendwie runterziehen?
Was ist mein Jobspiel? Du musst mir schon irgendwas geben. Vor allem, ich komme ja auch nicht mehr wieder hoch. Ja, Leute, ich habe jetzt das Spiel beendet, beziehungsweise diese Runde gerade, weil mir das Spiel einfach null Info gibt, was ich zu tun habe, beziehungsweise wie ich weiterkomme. Wenn ich da unten jetzt geblieben wäre, wäre ich gestorben. Ich bin einmal gerade eben auch gestorben. Das habe ich nur rausgeschnitten, als ich diesen Rundlauf gemacht hatte. Hatte dann einfach nochmal neu gestartet. Weil man dann irgendwie verflucht wird. Auch da keine Ahnung, was ich hätte machen sollen. Also, das Spiel würde ich jetzt nicht so sehr weiterempfehlen. Einfach, weil es halt null Info gibt, was man überhaupt tun soll bei dem Spiel. So, das Spiel gibt einem echt gar nichts in der Hinsicht. Wenn euch das Spiel gefallen hat, ihr könnt es natürlich spielen. Der Link ist in der Beschreibung, aber ich werde es wahrscheinlich nie normal spielen. Und ich glaube, vorübergehend werde ich den Demo-Dienstag wahrscheinlich erstmal pausieren. Weil momentan, was Demos angeht, der Markt gerade tot ist. Also ich finde halt zurzeit echt nichts Gutes. Ich habe halt die letzten Tage geguckt und das war das Beste, was ich gefunden hatte. Dachte ich zumindest von den Bildern. Ich hatte 5 verschiedene Demos versucht aufzunehmen und jedes Mal war da irgendein anderer Grund, warum ich das dann beendet habe nach 5 Minuten. Entweder weil das einfach nur ein schlechter Abklatsch von irgendwas war oder weil das Spiel an sich nicht gut war. Und ich lade das hier auch jetzt zu dem Spiel nur hoch, weil ich euch irgendwas geben muss heute. Also ich habe ja versprochen, jeden Dienstag irgendein Demospiel zu bringen und das Spiel war jetzt letzte Option. Also ich werde wahrscheinlich jetzt wirklich die nächsten Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, den Demo-Dienstag erstmal ruhen lassen. Er ist nicht abgeschafft, er ruht nur. Und werde stattdessen dienstags King of Seas bringen. Damit ich einen festen Tag dafür habe. Ich mache das dann auch so, dass die King of Seas-Folgen mindestens 20 Minuten sind. Weil da muss ich auch noch ein bisschen nachholen. Sollte King of Seas dann vorbei sein, gucke ich, was ich da an dem Tag dann bringe. Auf jeden Fall ist der Demo-Dienstag jetzt erstmal pausiert. Ich hoffe, dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Wartet hier, damit ihr es nicht vergisst, wie es geht. Müsst ihr draufdrücken. Beziehungsweise auf das Abonnieren auf dem Kanal. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Tschüss.